Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Channel. Wir schauen uns heute ein neues Modell von Mose an. Hey, Homer hanging on my neck. The bracelet matches a set. My brother name is Tina Dollar. Stop all that back and forth over the net. Und zwar steht hier schon seit einiger Zeit ein Paket, wo drauf steht Mose Sphere. Wir packen das gute Ding jetzt aus. Ich sag euch, was bei der neuen Sphere, also bei der Sphere 2, im Gegensatz zu der 1er neu ist, was verbessert wurde. Und dafür gehen wir ins andere Setup. Let's go. Ich hab's euch gerade gesagt, Mose Sphere 2 Release ist hier eingeblendet, das Datum. Und das Packaging, das neue, ist auf jeden Fall angepasst auf die neuen Mose-Modelle, die zuletzt auch rauskamen. Ich habe mir den Colorway Shiny Callisto gezogen. Hier seht ihr nochmal die Pfeife quasi als Grundzeichnung. Hier oben haben wir nochmal, ich würde sagen, das ist ein Teller-Design. Sphere steht drauf und ansonsten schönes neues Design des Packagings und wir gucken jetzt rein, was drin ist. Auch das Packaging der Pfeife an sich sieht sehr, sehr hochwertig aus. Ihr habt hier so einen Glattlack, würde ich sagen, so einen glatten Lack in den Farben. Sieht sehr schön auch aus, auch das neue Branding der Sphere in Nummer 2. Sieht sehr gut aus. Hier haben wir einmal einen Flyer, wo drauf steht, vielen Dank, dass du dich für die Sphere 2 entschieden hast. Sehr schön. Teller kommt als erstes oben. Ui, der sieht sehr schön aus. Ist auf jeden Fall auch nochmal von den Details ein bisschen schöner gehalten, von der Qualität schöner gehalten. Auf die ganzen Specs kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber schon mal First Feeling hier. Kleines Hands-on. Zwei Dichtungen, wie gewohnt bei Mose, mit den Spikes für die für dieses Monument in der Mitte, das Detail in der Mitte, diese Kugel. Ich habe diese Farbe bekommen. Das ist so ein Rot, Milch, Weiß, Rot, keine Ahnung was das ist. Burgundi-Rot würde ich sagen und das hier geht so in so eine lila Richtung. Sieht auf jeden Fall wild aus. Spikes kommen gleich noch dazu. Kugeln, Ersatzkugeln, zwei Dichtungen. Paket ist ausgepackt. Ich werde die Pfeife jetzt einmal grundreinigen, baue mir einen schnellen Kopf und dann gehen wir auf die Details ein und ich erzähle euch ein bisschen was zu der Pfeife. Die Pfeife wurde einmal grundgereinigt. Wichtig, bevor ihr eine neue Pfeife einraucht, immer einmal durchreinigen. Und jetzt bauen wir zusammen auf. Zack, zack, zack. So. Schnappen wir uns erstmal das Herzstück der Pfeife. Und zwar ist das die neue Base, neue Form, neue Farbe, beziehungsweise auch neues Material, fällt mir gerade auf. Das ist ja jetzt Edelstahl. Vorher war es POM. Jetzt haben wir Edelstahl. Perfekt, die Kugel fällt direkt runter. Habe ich sie gerettet? Ja. Sieht in dem schwarzen Edelstahl deutlich wertiger aus, fühlt sich wertiger an als das Vorgängermodell. Dann noch einmal den Plug, Schlauchanschluss mit Schliff, Diffuser, natürlich das erste, was abgemacht wird hier auf diesem Kanal. Und dann können wir uns auch Kopf bauen, würde ich sagen. Dann geht's rein in Smoking. Erster Zug mit der Mose Sphere 2, die wir jetzt aufgebaut haben. Ihr habt zumindest so ein paar Einblicke gesehen, wie der Aufbau funktioniert. Wie die Qualität der Materialien ist, sollte man ungefähr gesehen haben. Wir gehen jetzt auf ein paar Specs der Mose Sphere 2 ein. Die Sphere 2, erstmal zum Release, die erscheint am 9.9. Uhrzeit kann ich noch nicht sagen, falls wir das bis zum Release des Videos noch erfahren, steht es hier unten drin. 9.9. ist der Release. Wenn ihr im Onlineshop von Mose direkt shoppt, denkt an den Code WHOCASE, da bekommt ihr kostenlos was dazu. Plus, ihr supportet den Channel, ihr supportet mich und daher dicker Kuss geht raus an jeden, der meine Codes auch bei Mose verwendet. Also, Sphere 2. Es gibt neue Colorways. Wir haben hier den Colorway namens Shiny Callisto. Das ist ein Burgundirot mit Weiß. Wir haben außerdem noch Colorways, die heißen Frosted Earth. Das ist so ein hellblau mit ein bisschen Grün. Ein Blurry Neptune, das ist ein dunkelblau mit einem schwarzen Holzelement. Lucent Mars, das ist rot mit einem schwarzen Holzelement. Und wir haben Lactic Titan, das ist lila mit einem grünen Holzelement. Ich finde alle Colorways schön, habe mich tatsächlich für den Shiny Callisto Colorway entschieden und als zweiten würde ich den Frosted Earth nehmen. Gerade das Weiß mit diesem Hellblau harmoniert auch sehr, sehr schön. Gerade auch das Rot mit den schwarzen POM-Elementen, also die beiden Raustein-Elemente sind aus POM und dem schwarz beschichteten PVD-Edelstahl hier, sieht sehr, sehr gut aus. Und auch der Teller ist, by the way, Edelstahl-PVD beschichtet mit Laserungen, die sehr, sehr nice verarbeitet sind. Ich habe es gerade schon gesagt. Die Details bzw. diese Kugel, ich nenne sie einfach mal jetzt Kugel, besteht aus Epoxid, Harz und Holz.
Also zum einen Holz auf der Seite, Epoxid auf dieser Seite. Ist eigentlich wie bei der Sphere 1 gehalten, ist aber jetzt noch mal ein bisschen schöner verarbeitet, meiner Meinung nach. Was bei der Sphere 2 auch noch als Neuerung dabei ist, ist ein optimierter Flow, also ein Airflow vom Durchzug, Rauchverhalten und auch vom Blow-Off-Gefühl. Ich finde jetzt schon den Anzug und das Durchzugsverhalten deutlich besser als bei der 1er. Und auch das Blow-Off-Gefühl, wenn ihr quasi pustet, ist der Blow-Off direkt da. Bei manchen Pfeifen, die zum Beispiel einen Teller-Blow-Off haben oder einen Blow-Off, was quasi innerhalb der Rauchsäule ist, also in der Mitte der Rauchsäule, habt ihr oft nicht dieses direkte Ansprechverhalten, was den Blow-Off angeht. Hier ist es sehr, sehr direkt. Das ist echt krass, muss ich sagen. Das Rauchverhalten und das Durchzugsverhalten, Ansprechverhalten ist optimiert worden, indem die Innendurchmesser der Pfeife angepasst worden sind und das spürt man hier deutlich, meiner Meinung nach. Ansonsten wurden hier neue Materialien verwendet. Im Gegensatz zu der 1er ist die Edelstahl-Base dabei, die PVD beschichtet ist. Bei der 1er war es ein POM-Material, genauso wie die Rauchsäule. Bei dieser Rauchsäule habt ihr immer noch POM-Materialien, die meiner Meinung nach einen Ticken schicker aussehen. Und auch bei dem Teller habt ihr ein deutlich hochwertigeres Laserverfahren hier. Auch ein Upgrade sind die beiden neuen Dichtungen, die dabei sind, sowie die Kopfdichtung. Also es gibt zwei Dichtungen für die Bowl und eine Dichtung für den Kopfadapter. Das sind beides Perfect-Fit-Dichtungen, die Mose letztes Jahr im Laufe des Jahres rausgebracht haben. Und das sind meiner Meinung nach die besten Dichtungen, ob jetzt auf Bowl oder Kopfadapter bezogen, die es aktuell auf dem Markt gibt. Was auch dabei ist, ist dieses Edelstahl-Mundstück. Hier habt ihr auch nochmal gelasert den Namen drin. Sieht auch sehr schön aus. Auch das Mundstück gefällt mir besser als beim letzten Modell, wenn überhaupt eins dabei war. Ich bin mir gar nicht sicher. Ist auf jeden Fall ein cleanes Edelstahl-Mundstück. Macht man nichts mit falsch. Also, den Lieferumfang habt ihr gerade schon gesehen, während ich das Ganze aufgebaut habe und bin auch schon so ein bisschen darauf eingegangen. Worauf wir noch nicht eingegangen sind, ist der Preis. Der Preis liegt bei 199,90 Euro nur für das Rauchsäulen-Set, also ohne Bowl. Und wenn ihr diese Bowl, was übrigens kein Standard-Bowl ist, also die ist eine Standard-Bowl bei der S4, aber sieht auf jeden Fall anders aus als die anderen Standard-Bowls, die es normalerweise in Sets gibt, heißt es nochmal ein eigenes Design. Und wenn ihr diese Bowl mit der S4 kaufen wollt, kostet es 229,90 Euro. Also nur Rauchsäule 199,90 Euro, mit Bowl 229,90 Euro. Eine wichtige Info noch, die Orbs hier an dieser Stelle sind alle handmade, beziehungsweise können alle variieren. Bedeutet, wenn ihr im Onlineshop ein Produktbild seht und sagt, ey, ich habe mir eine S4 bestellt oder eine S4 2 bestellt, mein Orb sieht ein bisschen anders aus als das Produktbild im Onlineshop. Es kann passieren, dadurch, dass dieses Epoxid mit Holzgemisch immer ein bisschen andere Farbtöne annehmen kann, ein bisschen andere Muster annehmen kann, sind das alles Punkte, dass ihr wirklich ein Unikat habt. Also jeder Orb, den ihr dann habt oder jeder Orb, der auf dem Markt verfügbar ist, ist ein Unikat. Die sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus. Ich habe euch gerade ein paar Facts zu der S4 2 genannt, die am 9.9. rauskommen wird. Meiner Meinung nach ein gelungenes Upgrade und ein gelungenes Update zur Version Nummer 1. Ich finde gerade durch das angenehmere Rauchverhalten, das angenehmere Gefühl, den Blow-Off zu betätigen, deutliches Upgrade. Ich finde den Preis sehr angemessen für die Pfeife. Also für das, was ihr hier bekommt, das ist ein extravagantes Unikatstück, würde ich fast sagen, auch durch diesen Orb. Ich mag die Pfeife sehr, ich mochte auch schon die erste Variante, gerade für den Preis finde ich super. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr von der Pfeife haltet. Was habt ihr von der S4 1 gehalten und wie findet ihr die S4 2? Das würde mich interessieren, lasst gerne mal in den Kommentaren da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Lasst gerne noch ein Like da und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out, viel Spaß mit dem Porn, der jetzt noch kommt.